Hallo und einen wundervollen guten Morgen. Wir sind alle ziemlich platt, ziemlich verschlafen. Es ist 9.05 Uhr. Um 9 Uhr sollten wir losfahren zum Jetski fahren. Mal gucken, ob jetzt mehr als zwei Leute wach sind. I guess. Ja. Aber ich habe richtig Bock auf Jetski fahren. So, wir sind mittlerweile im Yachthafen angekommen. Das ist die neue Yacht vom Herrn Mose. Weil Mose läuft mies. Und deshalb wurde sich hier mal kurz eine kleine Yacht gezogen. Was hast du gesagt? 20 Mio? 18. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt, aber an sich ganz gut. Nee, wir sind wieder bei den Jetskis. Und heute gehen wir mit der ganzen Truppe auf die Jetskis. Und, sehr cool, was ich gelernt habe, mit meinem Sportbootführerschein Binnen darf ich Jetskis auf dem Meer auf Mallorca fahren. Wir waren ja vorgestern schon hier und ich habe ihm meinen Führerschein gezeigt. Jetzt gibt es ein kleines Problemchen. Eventuell hat ein kleiner Dummkopf seinen Führerschein im Airbnb vergessen. Also mal gucken, ob er sagt, ja, ihr habt den ja gesehen, alle Dude, fahr. Oder ob der sagt, nö, bist ein Dummkopf, du fährst ja trotzdem gedrosselt. War das jetzt die Rache? Was denn? Deine Fotobomb, Videobomb. Na gut, also wir warten noch auf die anderen und dann hüpfen wir auf die Jetskis und dann geht's los. Und wir haben alle überall Muskelkater vom Kartfahren. Alle, überall. Nee. Das ist mein Geschoss und dank meinem Sportbootführerschein darf ich heute offen fahren. Die ganzen Anfänger hier mit ihrem Lernschlüsselchen. Aber ganz ehrlich, die Geschwindigkeit, die man so fahren darf, die reicht auch. Aber heute ist viel ruhiger als beim letzten Mal. Ich bin mal gespannt, ob mir heute der Speed noch mehr Spaß macht. Sehr nice. Okay, wir fahren los. Ja, ja, Kappe be gone, Digga. Kappe, wenn du so früh überlegt hast, mal geht's. Ja. So, wir sind fertig. Absolut durchgenudelt. Mein Arsch ist komplett offen. Tut mir leid, dass ich das so offen sagen muss. Aber von den ganzen Schlägen auf den Sitz ist geisteskrank. Und meine Beine sind einfach nur noch Wackelpudding. Aber das lohnt sich. Das lohnt sich sehr. Wir sind back vom Jetski fahren. Das war wieder geisteskrank geil. Das Wetter hat ganz schön gekippt. Hier ist kurz Herbst ausgebrochen. Deutscher Herbst. Und jetzt sind wir hier alles schön am Pfeifen ready machen. Das Ding ist nur, auf Mallorca rechnen halt keine Sau mit Regen. Und deshalb ist jetzt unsere Überdachung eher nicht wasserfest. Also überlegen, wir sind gerade am Brainstorm, wo wir jetzt einfach mal jetzt so. Boop.
Wir überlegen, wo wir jetzt Pfeife rauchen. Und Aljoscha baut mir einen Kopf und die Jungs haben Kohle gelegt. Kuss. Mhm. Kuss. Leckere. Okay, Pfeifen, Kohle, alles mit hoch zum Infinity Whirlpool. Und wir haben einfach gerade gesehen, da drüben ist ein fucking Wasserfall, Junge. What the fuck? Mallorca kurz zu Madeira geworden. Ja. Und jetzt hüpfen wir alle zusammen nackig in den Pool. Oder? Okay. So, Challenge Nummer 2. Zweiter Tag, zweite Challenge. Ich darf sie verkünden vor allen, die sich hier versammelt haben. Challenge Nummer 2. Der Sommelier, der Kenner, der Feinschmecker. Wer hat hier das beste Näschen? Liebe Hausbewohner, heute müsst ihr Prototypen erkennen. Wer die meisten enthaltenen Flavor erkennt, bekommt eine Wildcard. Die zwei Personen mit den wenigsten Treffern müssen entweder Köpfe für alle bauen oder einen Tanz in der Story aufführen. Lasst eure Community jeweils entscheiden, welche Strafe euch widerfahren soll. Story-Umfrage. Flavor erkennen. Let's go. So, wir gehen runter zum Pool. Und da wird jetzt die Challenge vorbereitet. Wir müssen Köpfchen bauen mit den ganzen Tabaksorten und wir müssen Pfeifen holen. Und das Wetter ist auch wieder besser geworden. Sehr nice. Jetzt eine richtig angenehme Temperatur für Shorts und Shirt. Und das sieht auch mit den Wolken und dem Abendlicht wieder so geil aus hier. Guck mal, macht direkt jeder. Mache Fototour-Story hier. Was passiert da? Nein, ich hätte gerne Shisha. Du brauchst nicht nur für mich laufen. Nee, nee, nee. Ich glaube 6. Ja. Was passiert? Bist du jetzt so glücklich mit deinem Bier? Ja, bin ich schon. Hast du Danke Nastja gesagt? Danke Nastja. Möchtest du ein Bier? Möchtest du ein Bier? Nein, danke. Ali? So, wir sind. Perfekt, Digga. Wir sind fleißig am Testen. I'm trying. Wir wollen die Wildcard. Darf uns hier niemand nehmen. So, wir sind durch mit der Runde Tasting. Wir haben jetzt alle eine iPhone-Notiz gemacht und das alles an René weitergeleitet. Und dann wird noch ausgewertet. Und dann wissen wir, wer heute tanzen muss. Und wer die Wildcard gewinnt. So, mittlerweile sind wir beim Abendessen angekommen. Wir sind noch zu La Brasseria, weil es bei uns um die Ecke war. Es tut mir übrigens leid, wenn irgendwas mal zu spät ist oder so. Mein Handy lädt immer 3 Stunden hoch. Ich habe mir jetzt das Handy von Moritz geklaut, damit mein Handy hochladen kann, weil wir hier WLAN haben, weil bei uns alles down ist. Aber wir futtern jetzt noch was Leckeres. Eine kleine Raubtierfütterung hier. Und irgendwann kommen dann hoffentlich noch die Ergebnisse für die Challenge oder maybe morgen. Oh, zur Vorspeise gibt es hier erstmal wieder ein paar von den wundervollen Croquettas. Eine ordentliche Portion Bacon obendrauf. Und Schmackofatz. Ich gedacht, das ist die neue Mütze. Fast ganz oben. Nicht ganz oben. Na gut. Ja, wir haben uns eben gewundert, warum nur der Teller kam. Das erklärt es natürlich. Du hast keine Pommes. Tut mir leid, dass wir uns die teilen müssen. Du darfst eine Pommes haben, weil ich dein Handy zum Filmen benutzen darf. Oh Gott. Das waren 3. Jetzt habe ich dein Handy bekommen, gekauft. So, eine kleine Runde Panna Cotta kann man auch noch machen. Dann gibt es noch Snickers für den Janik und Cheesy. Midi hat einen Cheesy Cakey. Nice.